Hui, guck mal. Hey. Piep. Oh mein Gott, es klingelt. Piep. Ich spawn hier ja mal irgendwann eins. Ich möchte so gerne ein Pferdchen haben. Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Minecraft. Ich bin hier der Tobi von GOP und wünsche euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Beziehungsweise dem nächsten Part davon. Ich habe ja echt seit Wochen jetzt, ich glaube seit 4 oder 3 Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, kein Minecraft mehr gezockt. Aus dem Grund einfach, weil die Schule angefangen hat und ja, eigentlich hatte ich irgendwie keine Zeit wirklich. Und wahrscheinlich seht ihr das auch gerade, denn hinter mir, ja, ich weiß nicht, fällt es euch vielleicht auf? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, ich habe ein komplett neues Zimmer, alles neu gestrichen, neu eingerichtet. Ich habe da jetzt ein Regal und neues Fenster. Ach, nicht neues Fenster, neues Bett und so. Alles neu. Ich bin mir gerade am gucken. Geräusche 50%, das ist natürlich alles perfekt. Stoppe und sowas, alles getimed. Und da würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an. Also wir haben ja in der letzten Party so ein bisschen rumgebaut und haben uns ja eigentlich weitergebaut. Ne? Das war ja eigentlich der Sinn der Sache, dass wir hier, wie heißt es, Dingens uns... unten da die Dinger bauen, ne? Ich weiß jetzt nicht, also wir wollten ja unser Lager da weiter ausbauen, aber jetzt brauchen wir erstmal dafür ein paar Dingens. Ihr wisst schon, ein paar Spitzhacken, genau, ein paar Spitzhacken. Aber ich will da jetzt nicht so viele draus machen. Wir machen einfach mal so 40 davon, dann können wir nämlich endlich Stickies davon machen. So, genau, aus den Stickies machen wir jetzt einfach mal übereinander und setzen da jetzt einfach mal so ein paar. Ja, spätestens, dass wir, ja, wie viele will ich? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5 Stück reichen erstmal, oder? Weil. Ja, das reicht. So, dann können wir hier den schönen Cobblestone wieder wegbringen. So, die Stickies, die können wir da wieder in den Holzdingsbums reinstecken. So, machen wir das so. Die Samen kommen hier in die Natur. Genau wie die Eier mit dem rohen Hühnchen. Das können wir eigentlich auch mal bald backen. Apropos backen, hier ist noch Eisen drin. Perfekt. Können wir das backen? Haben wir noch was zu essen, obwohl wir eh schon so viel zu essen haben? Vielleicht machen wir, haben wir irgendwo eine Nom-Nom-Truhe. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Wir haben ja Rolligmacher. Und da ist sowas zum Nom-Nom drin. Und da haben wir die Strohballen. Uhu. Ja, es gibt ja Pferdchen. Ich habe bis jetzt noch kein Pferdchen gesehen, aber vielleicht spawnt hier ja mal irgendwann eins. Ich möchte so gerne ein Pferdchen haben. Aber egal, das klappt schon, meine lieben Freunde. Was wollte ich machen? Genau, das Eisen kann man da ja wieder reintun. So, wir haben genug Eisen. Wir haben eine Schaufel. Schaufel für Erde. Genau, jetzt wollen wir das wieder hier rein. Und würde ich sagen, cruisen wir mal nach da unten. So, dum 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 dum. Oh yeah, boah, ich bin richtig süchtig nach Minecraft. Ich habe in letzter Zeit auch so ein bisschen auf die Hive gespielt. Und wir vielleicht auch mal ein paar Runden Hide and Seek und sowas einfach so als Erklärung oder sowas mal raushauen. Weil wenn ich nicht so viel Zeit habe, ist so eine kleine Runde oder 2, 3 Runden davon einfach wesentlich besser. Anstatt einfach so nichts zu machen. Und das ist dann, glaube ich, auch schöner für euch. So, okay, ich wollte jetzt nicht mehr mit der... buddeln, sondern ich wollte jetzt nur noch mit der Steinspitzhacke buddeln. Und zwar, dass wir hier einfach so ein bisschen weiterbauen. Das werden wir jetzt auch noch die restlichen paar Minütchen, denke ich mal, machen. Und in der Hoffnung, wie weit habe ich schon gemacht? Achso, stimmt, ich habe das ja irgendwie ausgezählt. Oh mein Gott, das wird viel. Das wird extrem viel. Ich bezweifle, dass hier die Steinspitzhacken dafür ausreichen. Aber naja, wir werden es sehen. Und da haben wir nämlich so ein schönes kleines Lager, wo wir dann einfach unseren Spaß haben. Und wir könnten eigentlich theoretisch auch den Spawner mal so umkonfigurieren, dass wir da einfach so ein bisschen Spaß dran haben und wir einfach die ganze Zeit so, ja, so eine EP-Farm haben halt, ne? Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Vielleicht fallen die da irgendwie runter oder so weiter oder so fort. Oder vielleicht habt ihr eine Idee. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Und es tut mir auch unglaublich leid, dass ich die letzten Kommentare und sowas nicht beantwortet habe. Aber es war halt daran, beziehungsweise es lag halt daran, dass ich nicht so viel Internet hatte. Und mein komplettes Zimmer wurde leergeräumt. Also da war wirklich nichts mehr. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das auf meinem Real-Life-Kanal mal anschauen. Das Video kommt jetzt die Tage. Also ich bin mir noch nicht so ganz so sicher, ich muss noch schneiden. Und dann ist das hier auch alles schön verhaktstückt und dann seht ihr mal hier diese ganze Transformation von meinem ganzen schönen Zimmer, was hier so draus geworden ist. Ich habe mich selber von meinem eigenen Zimmer erschreckt, bin ich ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass das auch alles so alles richtig in Ordnung ist und dass ich jetzt nicht so viele Probleme mit der Stimme habe oder sowas, aber es müsste eigentlich funktionieren. Und ich bin auch zwischendurch mal kurz krank geworden und so weiter und so fort und da konnte ich auch nicht aufnehmen. Und jetzt fängt ja diese, also... was heißt fängt. Ich bin jetzt schon seit längerem wieder in der Schule. Wir haben jetzt seit 3 Wochen wieder Unterricht. Wir sind ja in NRW und boah, ich wäre so gerne in Bayern gewesen. Hätten wir ein bisschen länger Sommerferien gehabt. Aber nein, ich habe jetzt schon wieder in 3 Wochen Ferien. Aber das größte Problem daran ist, dass ich jetzt in den nächsten 3 Wochen Klausuren schreibe. Ich habe keine Ahnung, wie ich in Leistungskurs Klausuren 4 Stunden am Stück schreiben will. Ich verstehe das echt nicht. Die haben sich irgendwie was ganz, ganz Merkwürdiges da ausgedacht. Und ich bin mal echt gespannt, weil ich habe jetzt Bio und so wie LK und also so wie Sozialwissenschaften. Und ja, ich bin mal echt gespannt, was da so draus wird. Ich bin also
bin mal echt davon überzeugt. Und irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl, dass es echt einfach viel zu viel ist. Wir schreiben auch in Deutsch und sowas 3 Stunden, obwohl ich das eigentlich ganz chillig finde. Aber jetzt so Bio 4 Stunden schreiben, ich weiß nicht. Also bei mir hört irgendwie die Konzentration nach 3 Stunden auf. Und ja, ich glaube, dann sollte ich einfach so 1 Stunde lang in Apfel beißen oder wie. Ich habe keine Ahnung, wie die sich das vorstellen. Wie ist das denn bei euch? Seid ihr auch schon so ein bisschen Oberstufe und so? Ich bin jetzt in der 11. Klasse, so Juppadi und Juppada, neue Kurse und so. Und ja, das ist eigentlich auch ein bisschen Umgewöhnung, aber daran hatte ich hier ja schon so ein bisschen Einführungsphase, also in der 10, so ein bisschen angewöhnt und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich alles ganz stillig geworden. Aber ja, ist halt ein bisschen merkwürdig, ne? Und wir bauen jetzt hier diese mysteriösen Steinchen ab, ohne zu wissen, dass irgendwie hier irgendwas passiert. Aber ich habe echt Bock mal. Ich glaube, ich mache demnächst mal Hide and Seek. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr das wollt oder nicht. Eine Runde Hide and Seek mit dem Tobi von GOP. Ja oder nein? So sieht's aus. Und ja, wir bauen jetzt hier das Steinchen nach Steinchen ab. Die Hintergrundmusik habe ich wahrscheinlich einfach dahinter gemischt. Ich habe jetzt, also nicht, dass ich das jetzt wie letztes Mal auch vergesse. Ich muss es mir jetzt merken fürs gleiche Schneiden. Wow. Remix! Boah, richtig Dubstep. Okay. Cool. Kann ich das Ding denn einsammeln? Ja, natürlich kann ich es einsammeln. Cool. Okay, eigentlich ist es nicht cool, sondern voll merkwürdig. Aber wir buddeln und buddeln einfach, bis der Arzt kommt. Wo ich bezweifle, dass hier irgendwie mal der Arzt kommt in Minecraft und so weiter und so fort. Aber dieser Vogel in dem Hintergrund. Boah. Also der Louis, der Papagei. Der Kleine da. Also. Der ist eigentlich relativ klein. Und wir haben jetzt einen neuen Hund. So richtig süß und knuffig. Vielleicht kann ich kurz ein Bild einblenden. So, hui, guck mal. Hey. Und, ja, ist eigentlich relativ cool geworden. Und, der ist voll niedlich. Das ist eine Sie, Jackie. Das ist ein Jack Russell. Total einfallsreich, wenn ihr mich fragt. Und, ja, den haben wir jetzt. Und der kommt mich auch gleich besuchen. Und der pennt dann auch heute das erste Mal bei uns. Weil ursprünglich lebt er nämlich bei meiner Oma. Und, der ist voll niedlich. Und, ja. Weil sie ist voll niedlich. Und ja, ich mag den Hund. Der ist voll flauschig. Und das Beste an kleinen Hunden ist, ich habe irgendwie das Gefühl, dass kleine Hunde immer Schnürsenkel jagen müssen, oder? Irre ich mich da? Irre ich mich da nicht? Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Aber auf jeden Fall, das ist echt, echt, echt heftig. Und, boah, das ist so langweilig, das hier durchzubuddeln. Ja. Eigentlich theoretisch könnte ich da so ein paar Wände zwischenlassen, aber. Nö. Tue ich jetzt erstmal nicht, sondern mache das dann alles im Nachhinein. Vielleicht muss ich dann wieder Stein braten oder sowas, kein Plan. Und Feed the Beast und sowas wird wahrscheinlich jetzt demnächst auch weiter wieder laufen. Ich muss gucken, ob ich heute das vielleicht noch alles aufgenommen kriege mit Alex. Genau, mit Alex. Und dann schauen wir einfach mal. Und ja, aber das mit dem Zimmer hier, das war echt langwierig, nachdem ich ja noch in Stockholm war und dann RS aufnehmen konnte. Und dann habe ich ja nur eine Sache aufgenommen und dann ging das direkt los, weil das Problem war nämlich, erstmal so, meine Mutter und ich haben uns so gedacht, also ich wohne ja zurzeit bei meiner Mutter. Nicht bei meinem Daddy. Ja, wir haben uns dann so gedacht, so, och komm, wir kaufen jetzt das Laminat. Achso, ich habe einen neuen Boden drin, der ist so grau, ich habe keine Ahnung, seht ihr das vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Ja, kaufen wir den, dann kommt da so ein Handwerkerchen und dann baut er uns das ein. Also das ist ein Bekannter von uns. Und das Problem daran war aber, das ist so, ja, so. Das hat ein bisschen länger gedauert. Und ja, was dann halt so alles so passiert ist, hat ein paar Wöchelchen gedauert und da musste sie auch noch streichen und so weiter. Das hat er echt super klasse gemacht. Also wir haben nicht damit gerechnet, dass es so gut wird. Aber war echt cool. Und dafür auf jeden Fall einen wunderschönen Daumen hoch für ihn. Und ja, ich mag mein Zimmer jetzt. Vor allem das Beste ist dieses neue Bett. Boah, diese Matratze, die ist einfach so geil. Ich kann da stundenlang drin schlafen. Auch wenn ich in der anderen stundenlang drin schlafen konnte. Aber in der kann ich wesentlich besser schlafen als in der anderen. Und ja, boah, das geht ja gar nicht voran hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das cutten. Aber ich habe da irgendwie keinen Bock zu. Weil es gibt wesentlich interessantere Dinge, als hier so herumzubauen. Wir werden auf jeden Fall jetzt in diesem Part hier das hier fertig bauen. Also das hier so durchbauen. Egal, wie lange das jetzt dauert, das ist mir total egal. Sondern wir bauen, bis irgendwie ein Golem kommt. Gibt's hier Golems? Ich bin mir nicht sicher, aber man kann auf jeden Fall Golems bauen. Und vielleicht auch spawnen. Oh mein Gott, das ist voll unheimlich. Ich sehe mich selber im Monitor. Und, ja. Schön, ne? Aber auf jeden Fall, es lohnt sich mal auf meinem Real-Life-Kanal vorbeizuschauen. Da kommen auch demnächst wieder regelmäßig Videos, aber das wird auch alles noch erklärt da. Und so weiter und so fort. Und ja, freut euch. Freut euch einen Keks. Was war das? Ich glaube, wir sind hier in einem Cave oder so. Das war voll unheimlich. Egal. Auf jeden Fall, ich rede jetzt einfach mal weiter. Und, habt ihr das gerade eben gehört? Das war echt so voll böse. So. Wow. Versteht ihr?
Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich habe das auf jeden Fall gehört und das hat mich total verunsichert in der Hoffnung, dass jetzt irgendwie kein Creeper oder sowas von hinten kommt. Das ist nämlich mal ganz, ganz hinterlästig. So, okay, jetzt bist du da. Dann habe ich hier zwei Stück Platz. So, zwei Stück Platz. So, zwei Stück Platz. So, bam, ka-ching. So muss das sein, meine lieben Freunde. Und ja, GTA 5 ist ja jetzt draußen. Ich habe jetzt leider noch nicht gekauft. Und ich werde es auch nicht Let's Playen, nein. Und apropos Let's Playen und so weiter und so fort. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt in Far Cry 3 und Assassin's Creed 3 durchziehen soll. Also wahrscheinlich Assassin's Creed 3 würde ich noch durchzocken. Far Cry 3 werde ich auch noch durchzocken, aber ich habe keine Ahnung, wann. Weil diese Let's Plays muss ich echt machen, wenn ich Bock dazu habe. Sonst macht mir das keinen Spaß. Und das mit der Webcam hat ja letztes Mal auch super funktioniert. Und zwar gar nicht. Und deswegen, ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, guckt euch das ja einfach mal an. Das dauert doch Ewigkeiten. Warum kann man nicht einfach so eine riesige Imba-Schaufel bauen, damit man dann einfach so die ganze Welt einmal so flupp abheben kann? Okay, meine Fantasie ist, glaube ich, gerade im Moment grenzenlos, aber man könnte es ja einfach mal theoretisch durchdenken und einfach mal handeln. Hey, Minecraft, bau mal so eine riesige Schaufel und dann können wir damit einfach so alles unterheben und aufheben. Oder so eine riesige Spitzhacke mit einem Wurf oder so. Ja genau, man könnte Spitzhacken werfen, so kschium. Das wäre geil. Und ja, das wäre echt cool. Also ich fände es wirklich lustig. Und ja, bum 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 bum. Da ist das schön. Steinchen nach Steinchen fällt. Super, klasse. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss gleich noch was anderes drehen. Cool, mache ich. Und ja, aber auf jeden Fall nochmal, um Hide and Seek und sowas nochmal zurückzukommen oder sowas. Ich weiß nicht, soll ich auf The Hive spielen? Ja, oder? Also ich spiele einfach auf The Hive, da ist am meisten los. Und da kriegt man nicht dann immer so einen schönen Platz. Und ich liebe es, das Hide and Seek zu spielen und dann... Oh mein Gott, es klingelt. Ich habe keinen Bock oder ich muss... Warte, Sekunde. Leute, ich bin gleich sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Da wollte gerade ein kleiner Mann etwas von mir und wollte eine Waage. Und deswegen musste ich kurz in die Tür gehen. Und deswegen, ja, also die von unten. Ja. Die sind so total cool, Haus-Community und so. Wow, ich habe meine Fackel abgebaut. Oh. Ich glaube, da hätte was spawnen können in der Zeit. Okay, eigentlich nicht, aber okay, ich bin wieder da. Und, ja, was habe ich sonst noch alles verpasst? Ich war nicht ganz so lange weg. Boah, wir haben ja schon voll lange. Ich liebe es immer, wie in Minecraft einfach die Zeit vergeht, aber wir warten ja einfach, obwohl es ist eigentlich total egal, wir spielen einfach so lange hier, bis wir es einfach erreicht haben, hier diesen merkwürdigen Bunker auszugraben. Weil es ist ja eigentlich kein Schutzbunker, sondern einfach nur ein Bunker, wo ich was drin unterbringen kann und wir essen mal kurz was. Nom, nom, nom. So, es passiert jetzt zwar dabei eigentlich nichts, aber ich habe jetzt einfach gedacht, wir bauen es jetzt einfach mal ab, beziehungsweise essen es einfach mal, weil wir es einfach drauf haben und es einfach sein muss und ja, Tobi hat auch Hunger. Einfach Heißhunger auf Hände. So ein bisschen Kohle, ist ja immer schön. Aber warum dauert das denn so lange, wenn man das mit Stein macht? Tja, wenn wir jetzt die Spitzhacke hätten, die wir auch haben, dann könnten wir das ja eigentlich theoretisch so alle niam, niam, niam machen, aber das will ich nicht. Sondern wir machen es einfach alles total chillig und... Ja, buddeln uns jetzt einfach wieder hier durch oder wieder dadurch und wieder dadurch. Wie viel haben wir denn noch? Ah, cool, wir haben noch vier oder fünf Reihen. Ich habe jetzt nicht so schnell zählen können. Aber es war so, mein optisches Auge sagt mir vier. Ja, wunderschön, wie wir das hier alles abtragen. Also ich muss echt sagen, das ist total filigran, wie wir das gerade machen. Es ist einfach so, wie es sein muss und ja. Uah, ist das nicht super geil, wie wir das hier alles abbauen? Das ist doch total genial. Oh mein Gott, irgendwie habe ich das Gefühl... Das ist total langweilig. Ist es eigentlich auch, aber wir bauen und bauen und bauen und ich finde... Ach so, Menschen unter euch, die vielleicht ein iPhone besitzen, was haltet ihr von iOS 7? Also ich habe jetzt das auch geupdatet. Okay, ich habe schon länger geupdatet, dazu vielleicht schon eine Woche oder so. Aber trotzdem, obwohl das Update ist doch gar nicht eine Woche draußen, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Naja, egal. Ich habe es auf jeden Fall schon ein bisschen. Und ich muss sagen, eigentlich ist dieses Update echt geil geworden. Also ich finde, das ist alles so niedlich geworden. Also so richtig niedlich. Das ist die Stoppuhr ist niedlich geworden, die ich gerade zum ersten Mal gesehen habe. Aber ist eigentlich ein bisschen cool, ne? Und das Beste daran ist aber einfach nur, mein iTunes Store funktioniert nicht mehr. Also ich kann zwar noch Sachen kaufen, so über Apps und so, aber ich kann jetzt nicht mehr Musik anhören im iTunes Store, was ich relativ frech finde. Und überhaupt nicht gut, aus dem Grund, weil ich darüber eigentlich immer meine Musik und sowas kaufe, wenn ich Musik kaufe. Okay, ich bin eigentlich einer der wenigen Menschen, die das wirklich legal kaufen und eigentlich total viel Geld dafür ausgeben. Deswegen könnt ihr vielleicht auch im Schrank sehen, da unten ist so ein kleiner Batzen iTunes-Karten. Da unten neben meinen Spielen, wahrscheinlich seht ihr das gerade nicht, weil die Kamera auf mich fokussiert ist. Meine Kamera ist fokussiert auf mich, yay! Und ja, ich sammle iTunes-Karten. Genau. Und ich sammle alte Objektive. Beziehungsweise ich habe alte Objektive, wo ich mir noch Adapter kaufen muss für meine Kamera. Und ja, sonst, wie geht's euch heute so? Was macht ihr Schönes? Ich weiß, heute ist Sonntag. Es tut mir unglaublich leid, dass die Folge nicht gestern rausgekommen ist. Aber das liegt daran, weil ich gestern dazu einfach keine Lust hatte.
Ja. Und jetzt chill ich hier und habe das jetzt hochgeladen und freue mich jetzt einen Keks, dass endlich mal wieder ein Part rausgekommen ist, den ich mal komplett aufgenommen habe. Auch mit Unterbrechung aus dem Grund, weil dann halt der kleine Mann da kurz vorbeigegangen ist und mir eine Waage abzapfen wollte. Aber das einzige Problem war, in der Waage war keine Batterie drin, deswegen hat das jetzt leider nicht funktioniert. Ich war da so in der Küche und dann müsst ihr euch so vorstellen, so wie ich da drauf rumgeknüppelt habe. Ja, die Waage ist mit Batterie, ich weiß, man könnte auch theoretisch eine alte Waage nehmen, aber nein, meine Mutter hat darauf bestanden, sich irgendwann mal eine elektronische Waage zu holen, die jetzt keine Batterie mehr hat. Beziehungsweise, wo die Batterie jetzt leer ist. Ja, ist eigentlich nicht so schön, ne? Also, ich finde das persönlich so. Und ja, sonst, was mache ich gerade so? Ich spiele Minecraft, ich mache sonst den ganzen Tag nichts anderes, außer in meinem Bett zu liegen und einfach zu denken, wie chillig und gemütlich das eigentlich ist. Und ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass ich beim Let's Playen immer weiter runter mich hinterm Mikrofon verstecke. Aber das möchten wir natürlich nicht. Wir möchten jetzt so imbar und tolerant zocken. Und ja, aber ich werde auf jeden Fall demnächst mal so eine Runde einfach zocken und ein bisschen aufklären, wie das hier alles so abgehen soll im Laufe der nächsten Wochen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall werde ich jetzt immer für Aufklärungsvideos immer so kleinere Videos machen. Weil das finde ich einfach viel cooler. Und jetzt immer so im Let's Play-Part alles zu erklären, das ist alles ein bisschen hart. Deswegen werden wir das jetzt so komplett hier raus vielleicht nehmen. Und einfach mal so zwischendurch so eine Runde Splag oder Hide and Seek oder Hunger Games, Survival Games. Einfach ein bisschen zocken. Und dann haben wir dabei einfach unseren Spaß, ne? Weil es muss ja auch mal sein. Weil sowas hatten wir so oft noch nicht auf diesem Kanal. Ich bin da eh total grottig. Und dann könnt ihr einfach mal sehen, wie ich einfach so abfaile und so weiter und so fort. Wuhu, wir haben es geschafft. Wir sind sogar noch unter der Zeit. Okay, dann können wir hier noch ein bisschen ausbessern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Eisen. Eilen, als ob wir nicht davon schon genug hätten. Oh mein Gott, okay. Okay. Bam, 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 bam. Okay, cool. So, jetzt machen wir das noch so und so. Boah, noch mehr Eisen. Eigentlich ist Eisen eine richtig coole Sache, aber ich bin ganz ehrlich, wenn man davon so viel hat, ist das schon fast übertrieben. Und ich hoffe auch mal, dass meine Minimap wieder alles funktioniert und dass mein Zeichen da nicht so... Obwohl, ich mache jetzt im Moment kein Zeichen mehr in meine Videos, sondern das ist von YouTube immer davor gesetzt. Habe ich absichtlich gemacht und dir noch ein bisschen Kohle, weil Kohle brauchen wir ja immer. Und die sieht total merkwürdig aus, weil sie so merkwürdig kohlig ist und seit dem neuen Update so total merkwürdige Kanten hat und so. Wir könnten theoretisch mal nach einem Pferd suchen. Ich habe echt Bock auf so ein Hotte Hü. Und dann können wir das so richtig schwingen und satteln und dann laufen wir damit durch die Wüste der Verdammnis. Durch die beängstigenden Kräfte von, ich habe keine Ahnung. Und dann haben wir erstmal so, wow, okay, jetzt müssen wir jetzt noch ein bisschen ausleuchten. Okay, so, flup. Haben wir das da auch gemacht? Flup, okay, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfekt, okay, gut. Jetzt haben wir das hier und jetzt können wir da eiskalt hoch. Was machen die Spinnen denn? Ach so, hallo Spinni. Fick dich. Wow, yo. Warum sind hier denn so viele Spinnen? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab hier doch ausgeleuchtet. Kleine Wixers. Also das geht ja nun wirklich nicht. Oh, nein, 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 nein. So ein Scheiß. So ein Scheiß. Ja, ich hab seitdem... Wow. Fuck. Ja, genau. Fang an zu brennen. Nein. Machst nicht bumm. Ah, okay, wir haben jetzt. Wir haben auf jeden Fall definitiv genug Pflasterstein. So, au. Oh, geh dich begraben, du Drecksvieh. Okay, gut. Boah, ihr seid doch alle minderwertig. Verbrennt. Verbrennt in eurer eigenen Hölle. Aha, okay. Gut, jetzt haben wir hier noch so ein bisschen Eichenholz. Boah, du blödes Zombie. Bist du eigentlich behindert? Was macht ihr denn da? Warum macht ihr denn so Take-Team? Okay. Das Ding hat sich gerade eben gefreut, als es mich geschlagen hat. Egal. Ja, perfekt, perfekt. Du hast ein Ding komplett kaputt gemacht. So ein Drecksvieh. So ein Drecksvieh. Echt eklig. Okay, dann bessern wir das hier am besten noch kurz aus. Ist die Spinne böse? Ne, die ist lieb. Okay. Yay, wir haben EP gesammelt. Wuhu. Aber dafür sind wir ein bisschen draufgegangen. Egal, ich habe doch Eier gesammelt. Ein Ei. Wuhu, wir haben ein Ei. Boom. So, perfekt. Okay, meine lieben Friends und Homies und Homeboys da draußen. Ach, wohl, warum? Ach, egal. Wir gehen jetzt mal kurz nochmal Glas holen, damit wir das alles schön ausbessern können. Und ein Eichenholzklotz.
Und ja, dann ist der Part auch leider schon wieder vorbei. Total traurig und so. Ich hoffe jetzt mal, dass wir so annähernd das gemacht haben, wie ich es immer mache. So, Sand. Oh, na super. 13 Glas haben wir perfekt. Ja, ich glaube, das reicht nicht, oder? Ach, egal, wir machen es einfach zweimal. So, haben jetzt nur noch eins. Okay, eine Glasscheibe. 32 Glasscheiben. So, Sand. So, Bams. So, ein Fichten. Eichenholz. Eichenholz. Sorry, Leute. Eichenholz. So, und jetzt kloppen wir dreimal auf das Eichenholz und dann ist das doch alles perfekt. Hui, und ich verstehe immer noch nicht, ich glaube, wir müssen mal irgendwas Schönes hier aus dem Lavasee machen, weil der ist ja so ganz alleine und trauert da so vor sich hin. Und ich finde einfach, das muss sein. Und, ja, jetzt machen wir das so. Bam. Eigentlich könnten wir da theoretisch noch Türen reinhauen. Machen wir aber jetzt noch nicht, weil wir es einfach drauf haben. So, perfekt. So, und jetzt bist du auch wieder ganz. So. Muss das. Ups, ich glaube, ich habe jetzt irgendwo hin. Ach, habe ich doch nicht. Jetzt, ah, bumm. Au, jetzt habe ich mir ein linkes Bein gebrochen. Jetzt steaken wir noch schnell ein Steak. Mache einen kurzen Screenshot davon. So, kurzer Screenshot. Bams. Screenshot gemacht. So, perfekt. Screenshot. So, bams. Ah, genau. Jetzt gehen wir mit unserer Hau hier durch die Gegend. Gucken vielleicht nochmal, ob da irgendwas im Feld noch machbar ist. Ist eigentlich schon alles erntefähig. Ja, ist wirklich alles erntefähig. Ach, egal, meine lieben Freunde. Ich würde sagen, das Ding hier müssen wir auch noch fertig bauen. Wir haben ja so ein paar Baustellchen hier. Finde ich eigentlich ganz lustig. Okay, meine lieben Freunde, ich würde dann mal sagen, haut rein. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich natürlich mal wieder mit einem Däumchen beehren. Ich würde mich darüber extrem freuen, mir einen Keks freuen und dann euch einen Keks schenken. Irgendwann mal. Irgendwie, ich habe doch irgendwo Cookies gehabt, oder? Naja, okay, meine lieben Freunde, ich würde sagen, haut rein. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Restwochenende. Freut euch mal wieder auf Montag, wo die Schule losgeht. Egal. Okay, meine lieben Freunde, ich würde sagen, haut rein und wir sehen uns. Bis demnächst. Ciao, yo, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tag, okay, Tag. Tschüss.